Jedi, welche die Order 66 überlebt haben, konnten sich echt unglaublich glücklich schätzen. Umso mehr, wenn es ihnen danach gelang, sich von der Macht abzuwenden, unterzutauchen und ein halbwegs normales Leben zu führen. Ganz anders jedoch war Ferren Barr, welcher sich im Gegensatz zu den anderen nicht vor dem Imperium in Vader verstecken, sondern sich ihnen entgegenstellen wollte. Warum er das tat, erzähle ich euch jetzt. Als Überlebender der Order 66 flüchtete Ferren Barr ins Exil. Fasziniert davon, wie schnell die Sith den Jedi-Orden vernichteten, machte er sich daran, die Wahrheit hinter dieser Verschwörung aufzudecken. So erfuhr er mit der Zeit von der Order 66 sowie den Rollen, die Count Dooku und die Klone darin spielten. Zudem konnte er in Erfahrung bringen, dass sich Anakin Skywalker der dunklen Seite der Macht zugewandt hatte. Denn durch gehackte Hologramme des Sicherheitspersonals von Coruscant erlangte er Filmaufnahmen, welche Anakin und die 501. Legion beim Einmarsch in den Jedi-Tempel zeigten. Von da an wusste er, dass es sich bei Skywalker und Darth Vader um ein und dieselbe Person handeln muss, welche nun Imperator Palpatine als Vollstrecker diente. Außerdem wusste Barr auch von den gefallenen Jedi, welche zu einer Elitegruppe an Jedi-Killer indoktriniert wurden, die Inquisitoren. Doch was ihm auch bewusst war, war die Tatsache, dass er alleine nicht viel ausrichten konnte, weswegen er eine Gruppe an Akolyten um sich versammelte. Diese bestanden aus Geschwistern von ermordeten Jedi-Jünglingen, über Zivilisten, welche von Klonen aus ihren Häusern vertrieben wurden, bis hin zu generellen Widerstandskämpfern gegen das Imperium. Obwohl sie alle mit dem Jedi-Orden sympathisierten, nutzte Barr dennoch seine Machtfertigkeiten, um ihre Loyalität zu garantieren. Nachdem Ferren Barr, Verla, ihr kennt sie vielleicht aus der 2020er Star Wars Comic-Reihe, als eine weitere Akolytin rekrutiert hatte, reisten sie zum ozeanischen Planeten Mon Cala. Als Jedi-Berater von König Lee Jar, yep, genau der aus The Clone Wars, ermutigte er die Mon Cala-Monarchie dazu, sich dem Imperium zu widersetzen, um Widerstand sowie Hoffnung in der Galaxis zu wecken. Das Imperium entsandte einen Botschafter auf die Welt, um die Situation durch Diplomatie zu lösen. Doch Barr sabotierte das imperiale Shuttle und tötete somit den Diplomaten. Auch wenn der König jede Beteiligung an dem Mord bestritt, hatte das Imperium nun einen Grund, in den Planeten einzufallen. Wobei Vader und seine Inquisitoren den Befehl erhielten, Lee Jars Jedi-Berater aufzuspüren und zu töten. Barr erzählte seinen Anhängern seine Geschichte sowie den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, was diese motivierte, den Kampf gegen den dunklen Lord zu suchen. Doch der Jedi hatte einen anderen Plan. Einen, der die Jedi rächen, die Sith vernichten und die Galaxis vor dem Imperium befreien sollte. Um diesen durchzusetzen, nutzte er seinen Einfluss beim König, um sicherzustellen, dass die Mon Calamari nicht mit den Imperialen zusammenarbeiten würden. Besessen von Visionen der Macht enthüllte Barr, dass der Angriff auf Mon Cala nur der Anfang der Freiheit auf jedem Planeten, welcher unter Einfluss des Imperiums steht, ist. Er sah auch voraus, dass die Mon Calamari an der Spitze einer rebellischen Bewegung stehen würden, die die Befreiung der Galaxis einläuten würde. Inspiriert von den Visionen des Jedis befahl König Lee Jar seinen Offizieren Akbar und Radus die Verteidigung seiner Heimatwelt durch das Militär. Während des imperialen Angriffs auf Dax City informierte der König Barr, dass er den Inquisitoren unter Folter den Ort seiner Zuflucht verraten hatte. Daraufhin begann dieser seinen Unterschlupf zu evakuieren, wurde jedoch von einem imperialen U-Boot verfolgt. Seine Akolyten versuchten, die Inquisitoren zurückzuhalten, während Barr und Ferla versuchten, einen Weg runter von Mon Cala zu finden. Was jedoch nicht gelang, und so wurden sie in die Enge getrieben. Ausgehend davon, dass es sich bei den Purge Troopern um Klone handelte, genauer gesagt der letzten Generation, die noch vor der vollständigen Stilllegung der Klonproduktionslinie auf Kamino aktiviert wurde, versuchte Barr diesen einzureden, dass die Inquisitoren trotz ihrer Loyalität zum Imperium immer noch Jedi waren. Überzeugt von der Logik des Jedi und seinem Einfluss durch die Macht,
zwang den Hibitor-Chip die Klone, die Order 66 gegen die Inquisitoren auszuführen. Genau so, wie es der Jedi erwartet hatte. Barr und Werler konnten die Ablenkung nutzen, um tiefer in die Stadt zu fliehen. Im Gegensatz zu den anderen Akolyten war Werler in der Macht begabt. Als Barr sie in den Jedi-Künsten unterrichtete, vermutete er bereits, dass er ihre Ausbildung nicht abschließen könnte. Deshalb befahl er ihr, ihn zu verlassen und nach anderen Überlebenden zu suchen, wie zum Beispiel Großmeister Yoda, Obi-Wan Kenobi oder sogar Quinlan Voss. Er hoffte damit, dass Werler einen neuen Meister finden würde, um eine vollwertige Jedi zu werden. Die beiden trennten sich und Barr war bereit, Vader gegenüberzutreten. Als er das königliche Hauptquartier erreichte, hatte Moff Tarkins imperiale Sternzerstörerflotte begonnen, den Planeten aus dem Orbit zu bombardieren, was Milliarden von Opfern forderte. Während Vader und Barr in ein Lichtschwertduell verwickelt waren, kombinierte der Dunkle Lord, dass der Jedi für den Tod des Diplomaten verantwortlich war, eine Anschuldigung, die Barr bestätigte. Als Reaktion auf dieses Geständnis befahl Lee Jar seinen Truppen, sich zurückzuziehen und sich dem Imperium zu ergeben. Aber Tarkin fuhr trotzdem mit der Bombardierung fort. Barr versicherte dem König, dass das Opfer von Milliarden auf lange Sicht Billionen von Leben retten und gleichzeitig Hoffnung und Rebellion in der ganzen Galaxis wecken würde. Obwohl Farren Vader mit jeder Intention konfrontierte, ihn zu besiegen, wurde er am Ende selbst vom Dunklen Lord getötet. Jedoch starb er in dem Glauben, dass seine Taten schließlich zur Zerstörung der Sith und zur Wiederherstellung der Freiheit in der gesamten Galaxis führen würde. Aber Mon Cala ist gefallen und nach der Schlacht gelang lediglich 3 Mon Calamari-Kreuzern die Flucht in den Hyperraum. Das Imperium stellte den Planeten unter militärische Besatzung und Lee Jar wurde von Vader gefangen genommen. Dort ließen das Imperium trotz schlechten Gesundheitszustand dahinrotten, bis Leia Organa 15 Jahre später versuchte, ihn zu befreien. Als der König eine letzte Rede vor einem Verhördroiden sprach, stürmten Sturmtruppen den Raum, eröffneten das Feuer und töteten ihn. Doch seine letzten Worte sollten den Funken der Mon Calamari-Rebellion entfachen, wie noch nie zuvor. Ob Farren Barr mit seinen Handlungen recht hatte und er einen ersten Schritt für die Rebellion gegen das Imperium gesetzt hatte, oder ob es sich bei ihm lediglich um einen verrückten Narr handelte, welcher die Vergangenheit und das Schicksal seines Ordens nicht verarbeiten konnte, finde ich, ist schwer zu sagen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Wenn ihr jetzt noch mehr über den gefährlichsten Stormtrooper aller Zeiten oder über den Jedi-Tempel nach der Order 66 erfahren wollt, dann könnt ihr hier rechts klicken. Und klickt ihr links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.